Der LinkedIn-Catch-Up-Call mit Ute Gütschow und Alexander Neumann. 10 Experten je 5 Minuten auf den Punkt. If you can dream, you can do it. Dieses Zitat von Walt Disney bringt Henrik Kuakes Mindset auf den Punkt. Er hat gemeinsam mit seiner Frau das geschafft, wovon andere nur träumen. Henrik ist finanziell frei. Als Mentor zeigt er Unternehmen, wie ihr Business profitabel wird und wie sie mit Leichtigkeit ihr Vermögen aufbauen. Lieber Henrik, wir sind gespannt auf deine 5-Minuten-Rede. Dieser 5-Euro-Schein hat mein Leben verändert. Und warum er eventuell auch dein Leben verändern kann, das erkläre ich dir später. Doch zuvor möchte ich mit dir eine Geschichte teilen, die mir so vor, sagen wir etwa 1,5 Jahren passiert ist und über die ich lange nachgedacht habe, weil sie mich sehr berührt hat. Eine Geschichte aus meinem Leben, aus dem Leben unserer Familie. Und vor 1,5 Jahren kam meine Frau zu mir und sagte, Mensch, das war abends, nachdem die Kinder im Bett waren, du musst mal mit Matt sprechen. Er hat ein Problem mit dir. Ich dachte, okay, was kann denn das sein? Was hat denn der für ein Problem? Und meine Frau sagte, naja, sprich morgen mal mit ihm. Und vielleicht kennst du das. Du gehst ins Bett, möchtest, hast ein Thema, aber weißt nicht was und möchtest natürlich genau wissen, was das Problem ist. Das Kind kannst du nicht mehr wecken, also fragst du deine Frau. Und meine Frau sagte, ja, Mats sagt in letzter Zeit, du seist doof in seinen Worten. Wir haben 2 kleine Jungs und das ist unser größter. Und ich sei doof und ich fragte, warum? Und meine Frau sagte, naja, frag ihn morgen selber. Und ich bin dann nächsten Tag zu Mats und habe gefragt, Mensch, was ist denn eigentlich gestern passiert? Ich habe gehört, ich sei doof. Und Mats sagte, ja, du bist doof. Und manchmal auch nicht. Aber ich fragte, was ist denn dein Problem eigentlich? Mats sagte, naja, wenn du arbeiten bist, bist du doof. Und wenn du zu Hause bist, bist du lieb, dann können wir spielen. Aber du bist immer sehr spät zu Hause und dann bringst du mich ins Bett und wir können nicht spielen. Und das hat mich sehr berührt, denn ich bin recht sensibel, was solche Themen angeht. Ich habe dann lange darüber nachgedacht, was es eigentlich mit den Jungs macht, mit den noch so kleinen Kindern macht, wenn ich nicht da bin für uns. Und wenn ich arbeiten bin und wenn der Arbeitgeber mir vorschreibt, wann ich nach Hause gehen darf und wann ich kommen muss. Und wir haben recht früh angefangen, uns mit der Thematik der finanziellen Unabhängigkeit zu beschäftigen. Das war vor 11 Jahren. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir die finanzielle Unabhängigkeit erreicht haben. Und ich möchte nicht, dass es passiert, dass in 15 Jahren mein Großer dann zu mir sagt, Mensch, Papa, die Zeit ist abgelaufen, der Zug ist abgefahren, wie man so schön sagt. Aber jetzt habe ich meine Freunde und jetzt gehe ich mit denen spielen. Vielleicht hättest du dir vorher etwas mehr Zeit nehmen sollen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir in die finanzielle Unabhängigkeit gehen, dass wir die Zeit mit unserer Familie so verplanen, unseren Kindern so verplanen, wie wir das für richtig halten. Aber zurück zum 5-Euro-Schein. Warum hat dieser 5-Euro-Schein mein Leben und das Leben unserer Familie nachhaltig verändert? Nun, es gibt so einen schönen 5-Euro-Schein-Trick. Wir nehmen, manche machen das mit einem 2-Euro-Stück, wir nehmen jeden 5-Euro-Schein aus dem Portemonnaie, den wir finden, und legen ihn für den Vermögensaufbau zurück. Jeden 5-Euro-Schein. Das hat sich so stark in das Money-Mindset eingeprägt, dass wir heute beim Bäcker stehen und ein Brötchen für 2 Euro kaufen. Wir haben einen 5-Euro-Schein im Portemonnaie, kein Kleingeld, aber ein 10-Euro-Schein ist auch im Portemonnaie und wir nutzen natürlich den 10-Euro-Schein, damit wir einen weiteren 5-Euro-Schein für den Vermögensaufbau zurückbekommen. Und das überträgt sich so sehr auch auf unsere Kinder, dass unser Großer schon sagt, Papa, da ist ein 5-Euro-Schein, den müssen wir zurücklegen für den Vermögensaufbau, für uns, für später. Und wir haben die Unabhängigkeit erreicht und es fühlt sich grandios an. Wir können die Zeit so verplanen, wie wir das für richtig halten. Und ich betreue mittlerweile etliche Unternehmer, etliche Menschen auf ihrem Weg
zu finanziellen Unabhängigkeit. Wenn du daran auch Interesse hast, zu wissen, was das überhaupt ist, was es bedeutet, was es für dich bedeuten kann, dann darfst du dich gerne melden. Das war der LinkedIn Catch-up Call mit ausgezeichneten Experten in 5 Minuten auf den Punkt. Schön, dass du in den Catch-up Call Podcast reingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und wenn du Lust hast, abonniere noch heute den Podcast. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Gütschow und Alexander Nickmann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ausgezeichnete Experten in 5 Minuten auf den Punkt.